Da hat Lucky nicht schlecht gestaunt, als er in Gerolstein war und dort die vielen Züge gesehen hat. Dort war nämlich ein Dampfspektakel mit vielen alten Lokomotiven. Es gab auch alte Züge, in denen die Besucher mitfahren durften. So eine Dampflok muss immer gefüttert werden. Hinter dem Lokführerstand ist ein Vorratsbehälter für Kohlen. Diese Kohle wird ständig benötigt für die Feuerbüchse. Die ist so etwas wie ein riesiger Ofen, in dem es glühend heiß ist. Die heiße Luft wird benötigt, um das Wasser im Kessel zu erhitzen. Und dieses Wasser wird so lange erhitzt, bis es richtig dampft. Dieser heiße Wasserdampf wird dann zu einem Zylinder geleitet, wo er sich ausdehnt und einen Kolben, der in diesem Zylinder ist, bewegt. Das kennt ihr sicherlich vom Kochen. Wenn das Nudelwasser richtig heiß ist und kocht, wird durch den Wasserdampf der Topfdeckel nach oben gedrückt. Denn warme Luft dehnt sich aus. Wenn sie richtig warm ist, dann kann sie auch die schweren Kolben der Dampflok bewegen. Über ein Gestänge wird schließlich die Bewegung in den Zylindern auf die Räder übertragen. Die Lok bewegt sich. Damit sie schneller wird und die Geschwindigkeit beibehält, muss Kohle nachgeschaufelt werden. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum die Lokführer immer dunkle Kleidung anhaben und fast so aussehen wie Schornsteinfeger.